Ich sehe, ich habe noch nicht viel verpasst. Nein, wir mussten uns gerade noch ausgiebig über Zoos unterhalten. Das war sehr wichtig. Ich kann dich alternativ natürlich auch in Spiritfarer zumindest Schafe bieten. Weil davon habe ich ein paar gekidnappt. Und die leben jetzt glücklich und zufrieden auf meinem Schiff. Ab und zu sind sie vielleicht nicht ganz so glücklich, wenn ich ihre Wolle klaue, aber... naja, wächst alles nach. Ansonsten haben wir beim letzten Mal gar nicht so extrem viel gemacht. Also wir sind wirklich sehr viel von A nach B geschippert und haben Kleinigkeiten gemacht, weil wir nebenbei die Quest-Reihe von Gwen abschließen mussten. Wodurch wir sie dann letztendlich auch zu Immerpforte bringen mussten, konnten, sollten, wie auch immer. Das war echt traurig, muss ich sagen. Gerade weil ich Gwen auch sehr gerne mochte. Und dann haben wir dadurch eine Seelenblume bekommen, mit der wir den Eisbrecher kaufen konnten. Und das heißt, wir haben jetzt komplett noch eine Ecke der Karte, die wir jetzt noch gar nicht erkundet haben. Und da können wir heute auf jeden Fall weitermachen. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall mindestens einen neuen Passagier bekommen können. Weil wir suchen ja immer noch Giovanni. Der wird da mit Sicherheit sich irgendwo rumtreiben. Wer weiß, ob wir noch mehr Leute finden. Und wir müssen aber auch gleichzeitig noch Summer zu Immerpforte bringen. Die hatte sich nämlich auch gemeldet. Aber ja, dementsprechend, heute haben wir viel zu tun. Das ist ja aber auch nicht unbedingt schlecht. Ist mir lieber, als einfach nur so ein bisschen nicht zu wissen, was ich machen kann. Ich glaube nur, wir sind aktuell schon auf einer Insel angekommen, wo ich hin wollte. Oh, was möchtest du von mir? Oder bin ich hier bei dem Händler erst zwischengelandet? Weiß ich gar nicht. Heute ist mein Glückstag. Du bist wahrlich ein Glückspilz. Ich bin eine neue Besorgung für dich. Ganz frisch. Schau sie dir an. Okay. Birnen. Aha. Ja gut, aber den Rest habe ich gerade nicht. Habe ich noch irgendwas zum Verkaufen? Die kann ich noch verkaufen. Jetzt lass mich aber kurz gucken, ob ich schon da angekommen bin, wo ich hin wollte. Ja doch, da wollten wir hin und ich denke, dass ich da auch geparkt habe. Weil mein Schiff ist ja zugänglich. Genau. Woher erfährt man die Lore, wenn nicht vom Spiel? Ich glaube, zum einen kannst du natürlich, wenn du sehr aufmerksam bist, dir wahrscheinlich auch vieles selber irgendwie so ein bisschen zusammenreihen. Ja. Gerade wenn du nicht unbedingt eine Woche Pause dazwischen hast. Zum anderen gibt es bestimmt auch ganz viele Theorievideos dazu. Oder halt wirklich... oh, ein Walross. Aus dem Wiki oder eben aus dem Artbook, wo halt auch viel drin steht. Oder in meinem Fall frage ich einfach den Chat. Da habe ich nämlich auch die ganze Hintergrund-Lore von Gwen quasi bekommen. Das war ganz praktisch. Gerade jetzt bei Summer gleich werde ich wahrscheinlich auch auf jeden Fall eure Hilfe brauchen, weil mit ihr bin ich ja nie so hundertprozentig warm geworden. Dementsprechend, und gerade weil die auch sehr metaphorisch teilweise spricht, bin ich mir gar nicht so sicher, was da eigentlich abgeht. So, wir hatten mal irgendwie so einen Kunstliebhaber getroffen, dem irgendwas von der Nase weggekauft wurde. Und deswegen sollten wir dich besuchen. Oh, super! Einfach fantastisch! Die Seelenfährfrau ist hier. Auf diesem gottverlassenen Fels. Mitten im Ozean. Sie hat den ganzen beschwerlichen Weg auf sich genommen. Sie hat die kalten, steilen Klippen da unten mit der kaputten Leiter gesehen. Sie hat das alles gesehen und sich gedacht, ja, wie einladend, hier bin ich sicher willkommen. Wie ist die eigentlich hier hochgekommen? Ich habe nicht das Gefühl, dass die einfach einen Doppelsprung machen kann, um an die Leiter dran zu kommen. Nun gut, du hast mich gefunden. Es lohnt sich nicht mehr wegzulaufen. Zeit für die alte Leier. Seelenfährfrau, deren Namen ich nicht kenne und nicht wissen will, ich bin die Sammlerin oder Susanne. Die Götter haben mir in all ihrer materialistischen Arroganz einen bösen Streich gespielt. Ich bin nämlich nicht aus freien Stücken die Sammlerin, es ist vielmehr meine Pflicht.
Durch deine unablässigen Plünderungen der äußerst begrenzten Wunder dieser Welt häufst du sicher Berge von Unrat an, die die größten Müllhallen der Zivilisation in den Schatten stellen. Meine Pflicht ist es, dieses skrupellose Verhalten mit noch mehr Unrat zu belohnen. Ziemlich ironisch, findest du nicht auch? Meine Vorgänger forderten den gesamten Müll als Bezahlung, für welche Zwecke auch immer. Aber in meinem Arbeitsvertrag steht nichts davon und dein Schmutz interessiert mich wahrlich nicht. Wenn die Zeit also gekommen ist, kannst du mir deine ungeheuerliche Ansammlung zeigen, dir deine bedeutungslose Belohnung nehmen und wieder verschwinden. Schleunigst. Und hinterlassen bloß keine Abfälle. Okay. Ah. Das heißt wahrscheinlich, muss gleich mal gucken, wenn ich mit ihr rede, ob ich dann, was soll ich jetzt mal mit ihr reden? Weil wir brauchen ja immer noch das eine Item. Sie ist ja quasi jetzt schon ein Tier, dementsprechend werden wir sie mit Sicherheit auch nicht fürs Schiff rekrutieren. Ich glaube, sie hat da auch keinen Bock drauf, ich auf sie übrigens auch nicht. Aber den anderen Typ wollen wir ja noch aufs Boot holen. Was möchtest du? Sag schon. Oder doch er hier? Warum trägst du dieses grauenhafte Ding mit dir herum? Ich habe keine Ahnung, ich habe es gefunden. Es tut mir nicht nur in den Augen weh, sondern es verletzt den Inbegriff meiner Seele. Okay. Aha. Ah, dieser Mann hat dich geschickt. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Dieser hohlköpfige, materialistische, oberflächliche Schwindler von einem Intellektuellen. Er hat dich geschickt, oder nicht? Was für ein unredliches, betrügerisches Wiesel. Er ist wütend, weil er seinen hübschen kleinen Holzdruck verloren hat, oder? Nun, den er jetzt nie wieder zu Gesicht bekommen wird, das kann ich dir versprechen. Vielleicht wird er dadurch das ein oder andere über Asketismus lernen? Und was diese groteske, alberne Sammlung angeht, eine Belohnung dafür ist, mal sehen. Nein, das kann nicht wahr sein. So grausam kann das Schicksal nicht sein. Na schön. Nimm ihn einfach. Nimm den verdammten Holzdruck. Geh zurück zu diesem plappernden Narren. Nimm! Nimm einfach alles, was du willst und geh mir aus den Augen. Hilfe! Ich habe auf jeden Fall 2 von 4 Figuren. Meine nächste Belohnung ist das Brombeer-Outfit. Ansonsten habe ich 11 von 33 Sachen geangelt. Was haben wir denn da noch so Interessantes? Ein Kugelfisch! Was bekomme ich denn hierfür? Sie riechen schlecht und sind trotzdem hässlich. Aber du kannst dir trotzdem nicht verkneifen, sie alle zu fangen. Was? Also die ist irgendwie lustig. Aber also ich bin mir nicht sicher, ob ich sie lustig oder anstrengend finde. Vielleicht auch beides. Mhm. Oh, guck mal, ich habe schon 4 von 5 Edelsteinen gesammelt. Nur der, keine Ahnung, Diamant fehlt mir noch. Aber interessant, dass man hier auf jeden Fall gucken kann, wie viel man schon gesammelt hat. Hast du gerade meinen Titel beleidigt? Okay. Nein, mit dir wollte ich nicht reden. Bitte unterlass dies. Achso, da habe ich noch eine Belohnung. Gib her. Die Hälfte hast du geschafft. Hab sogar schon ein bisschen mehr. Da haben wir noch ein altes Gemälde. Und da bekomme ich noch einen Teppich oder sowas. Ich war mir halt erst nicht sicher, was sie überhaupt von mir will und was ihre Aufgabe ist, aber ist vielleicht doch ganz praktisch. Nächste Belohnung ist die Zerkleinerer-Verbesserung. Ich kann noch nicht mal einen Zerkleinerer bauen, aber okay. Das stimmt, viele NPCs. In dem Spiel haben echt lustige Texte. Ich erinnere an den Typen mit der Axt zum Beispiel. Gut, da fehlt mir noch ein bisschen was vom Metall. 21 von 103. Osteroutfit? Okay.
Dann sind wir hier wohl fertig. Na gut. Die Sache ist, es ist jetzt schon echt spät, dass ich nicht glaube, dass wir jetzt noch groß irgendwo hinfahren können. Aber wir müssen in der Theorie auf jeden Fall noch zu Immerpforte und zurück nach, ich glaube, es ist Furugawa. Gucken wir mal, ob wir hier noch eben hinkommen. Wenn nicht, dann halt morgen. Sehe ich sie da im Hintergrund sogar? Nee. Aber ihr Gebäude, was interessant aussieht. Na gut. Wie gesagt, dann würde ich auf jeden Fall, glaube ich, Summer erstmal wegbringen. Und danach nochmal nach Furugawa ist es, glaube ich, fahren, wo der Kunsttyp eben rumsteht. Und ich meine, der war auch eine spezielle Seele, also könnten wir den für unser Schiff auch rekrutieren. Was ja vielleicht auch gar nicht so verkehrt ist, wenn ich bedenke, dass uns ja dann Gwen und Summer fehlen. Dann ist es vielleicht doch ganz schön, da so ein bisschen Nachschub zu haben an Leuten. Dass es nicht so leer auf unserem Schiff ist. Moment, ich muss hier eben sauber machen. Ist bestimmt auch sehr gesund, hier im Wasser jetzt zu schwimmen bei den Temperaturen. Komme ich da? Ja, es ist schwierig, da dran zu kommen, weil sie da immer wieder aufs Schiff drauf klettert. So. Ihr sollt schon tauchen, bitte. Was habe ich bekommen? Aluminiumerz, okay. Aber ja, dann können wir hier die Nacht, denke ich, verbringen und dann am nächsten Tag vermutlich einfach zur nächsten Bushaltestelle fahren und von dort aus dann zu Immerpforte. Was ist das da? Eine Schneekrabbe. Dann bekommen wir heute eventuell sogar zwei neue Leute, weil Giovanni, denke ich schon, wir haben den jetzt den ganzen letzten Stream quasi gesucht. Also ich denke schon, ne, dass wir den jetzt endlich mal rekrutieren können. Und das müssen wir vermutlich auch, um die ganze Questreihe von Astrid so ein bisschen voranzubringen. Dann haben wir quasi direkt Ausgleich. Und wer weiß, ob wir vielleicht andere auch schon so weit leveln können. Ich meine, der Onkel ist ja auch schon lange dabei, aber der will ja immer noch sein gegrilltes Hühnchen haben. Was man bestimmt hier irgendwo kaufen kann. So. Bisschen Lauch. Lauch kann man auch in sehr viele Gerichte einfach so mit reinpacken. Bisschen Salat. Da kaufe ich auch jede Woche immer sehr viel von. Dann nehmen wir noch ein bisschen Kohl. Flupp. Vielleicht gehen Astrid und Giovanni auch zusammen zu Immerpforte. Das könnte ich mir auch vorstellen. Fände ich jetzt auch gar nicht so abwegig. Finde ich aber eigentlich auch ganz schön, dass wir wirklich mit Gwen und ich glaube Atul, ich nenne hier immer den Onkel, aber ich glaube Atul ist sein Name, dass wir da quasi wirklich zwei Charaktere haben, die ja auch wirklich eine Verbindung zu Stella hatten in ihrem Leben. Dass wir aber auch Charaktere haben, die so ein bisschen zusammengehören, wie jetzt zum Beispiel Astrid und Giovanni, dass wir so ein bisschen ausgefallenere Charaktere wie Summer vielleicht auch haben oder eben auch mit Alice, so einfach so eine gute Seele irgendwie. Also ist schon einfach schön zu sehen, dass wir so viele verschiedene Charaktere haben. So, du willst noch Bilderrahmen haben und ein gebratenes Hühnchen. Nach Nordweiler fahren wir sowieso noch. Nach Loneberg auch. Heißt das im Englischen dann übrigens auch einfach Loneberg? Da fahren wir gleich hin und zu Immerpforte natürlich auch. Okay. Dann lege ich mich erstmal schlafen. Und dann können wir morgen weitermachen. Ich glaube, Astrid und Giovanni haben sowieso ein sehr interessantes Verhältnis irgendwie, weil sie ist ja immer so, ach nee, mich interessiert ja eigentlich gar nicht und so.
Aber ich glaube schon. Bin mal echt auf deren Interaktionen dann gespannt. Ach, guck mal, der Aluminiumdrache, aber den finde ich anstrengend. Wir hatten jetzt da angefangen zu erkunden. Genau, da kam ich erstmal nicht weiter, weil ich da noch eine Fähigkeit brauchte. Und hier war halt das Museum. Dann würde ich jetzt erstmal zur Bushaltestelle fahren. Guten Morgen. Geht's euch noch gut? Habt ihr Hunger? Na, euch geht's eigentlich noch in Ordnung. Den Pflanzis geht's gut, den Bäumen geht's gut. Ah, guten Morgen. Möchtest du was frühstücken? Wie wär's hiermit? Vielleicht sollte ich nur eventuell wirklich mal gucken, dass ich die Häuser der Leute, die halt noch auf dem Schiff sind, eher nach unten packe, gegebenenfalls. Und bei den Leuten, die halt schon weg sind, da die Häuser potenziell nach oben. Wofür sind eigentlich die Häuser der Leute da, die quasi schon von uns gegangen sind? Sind die zufälligerweise dafür da, um deren Minispiele noch machen zu können? Also Gwen war ja zum Beispiel für das Quallen-Minispiel da oder Summer halt für die Drachen. Und ich musste die ja immer dafür ansprechen, was ja nicht mehr geht, wenn die weg sind. Ah ja, okay. Weil für irgendwas müssen die Häuser ja gut sein. Und irgendwie muss ich ja die Minispiele auch machen können. Ach, du wolltest schlichte Sachen. Aber das war scheinbar okay. Gut. Daher wird das Schiff auch leider nicht leerer. Ja, also es wäre auf der einen Seite, glaube ich, ganz schön, wenn es so wäre. Aber ja, ist auch irgendwie, wäre es auch traurig, das abzureißen. Weil das ja auch irgendwie schöne Erinnerungen an die Leute sind. Ach ja, stimmt, das Haus von Alice hatte ich ja sowieso ein bisschen runtergestellt, weil sie nicht so gut zu Fuß ist. Ah, ich habe Alex auch schon gefunden. Weiß nur gerade nicht, wo. Ach, da ist Summer. Aber Alice habe ich. Doch, Alice ist, glaube ich, über mir. Ich muss mal kurz noch meine Pflanzen gießen. Auch wenn ich die eigentlich gestern Nacht schon gegossen habe, aber okay. Alex. Ich würde gerne zu Immerfurter. Als erstes. Er ist so süß. Ah, und dann will ich mich um dich eben noch kümmern. Du bist satt, aber würdest du trotzdem was essen? Willst du noch ein bisschen Gemüse? Nee, aber eine Umarmung. Immerhin das. Okay. Achso, nee, Alex, mit dir bin ich fertig. Ah ja, und Alice muss ich gleich noch einmal kurz aufsuchen. Aber dann fahren wir jetzt erstmal hierhin. Ist doch gut, wenn wir direkt zu Beginn erstmal traurig sind. Tschüss, Alex. Ach da. Perfekt. Ein paar Passagiere werden langsam hungrig. Du zum Beispiel. Möchtest du einen Kaffee? Ach, du wolltest keine anregenden Lebensmittel. Ich kann mir das immer so schlecht merken. Bei Summer konnte ich mir gut merken, dass sie halt einfach vegan ist. Aber somit, die eine möchte schlichte Sachen, die andere möchte lieber nichts Anregendes. Okay, dann haben wir zumindest alle schon mal einmal versorgt. Ich habe denen so oft Kram gegeben, den sie nicht mochten. Ja, es ist auch irgendwann, glaube ich, schwer zu merken. Oh, ach ja, hat Summer bestimmt Musik gemacht. Deswegen ist mein Kopfsalat schon fertig. Alice liebt Nachtisch. Stimmt, da war was. Aber ich meine, komm, Popcorn kann man auch als Nachtisch ansehen. Popcorn kann man immer essen, zu jeder Tages- und Nachtzeit. So. Moment. Du hast dich vor dein, gut, du hast dich vor dein Haus wahrscheinlich gestellt. So. Bist du bereit zu gehen? Also man muss dazu sagen, Summer und ich waren jetzt nicht immer so auf einer Wellenlänge, weil sie war auf irgendwelchen Wellenlängen
von denen ich nicht wusste, dass die existieren. Aber es ist natürlich trotzdem immer schade, einen seiner Passagiere gehen zu lassen. Ich meine, wir haben alle Quests erledigt, wir haben sie nochmal umarmt, sie ist satt. Dementsprechend hat sie, glaube ich, auf jeden Fall nochmal eine schöne Zeit hier gehabt. Na, da kann man sich nichts vorwerfen. Aber ist natürlich trotzdem immer traurig, dann so diesen letzten Schritt dann zusammenzugehen irgendwie. Aber genau wie bei Gwen, das ist halt auch einfach das Richtige. Und dann bin ich jetzt auch nochmal gespannt, was sie zum Schluss noch so zu erzählen hat. Weil da war ja auch viel mit ihren Albträumen und dem Drachen und so. Also es ist nicht ganz so leicht, da durchzublicken bei ihr. Und dann können wir danach vielleicht auch noch mal ein bisschen umbauen, dass ich die Häuser von Gwen und Summer eher nach oben packe und die anderen vielleicht nach unten, solange ich halt noch Platz habe. War vielleicht ein bisschen überambitioniert von mir, erstmal alles nach oben zu schieben. Aber ich finde das total schön, dass sich hier alle versammeln nochmal. Wie mein zweiter Charakter. Der erste Charakter war Gwen. Was wahrscheinlich auch bei vielen so ist, könnte ich mir vorstellen. Weiß ich nicht. Gwen ist eigentlich immer der erste Charakter. Da ging ich jetzt auch so ein bisschen von aus. Und Summer war jetzt eigentlich sehr, sehr überraschend irgendwie. Ach ja, wir sind ja auch gar nicht mehr Leute. Stimmt. Aber trotzdem schön, dass alle nochmal gekommen sind. Tschüss. Wir machen uns mal auf den Weg. Und ich denke, der Onkel wird bestimmt der Nächste sein, könnte ich mir vorstellen. Außer der hat jetzt irgendwelche unmöglichen Quests. Und ich denke, auch die späteren Charaktere haben bestimmt kürzere Quests als die ersten. Ich hatte wirklich gedacht, dass ich diesmal mit ihm Schritt halten könnte. Mit dem Drachen. Ich war mir sicher, dass er sich beruhigte. Ich konnte sein Schnurren spüren. Seine Wärme in meiner Brust. Der Drache ist bestimmt auch eine Metapher für irgendwas in ihrem Leben. Ich habe es wohl wieder getan. Genau wie mein Vater. Der Drache ist eine Bestie. Unbezwingbar, wenn ich mich recht an meine eigene Beschreibung erinnere. Egal, ob du dich um ihn kümmern möchtest oder ihn besiegen. Was würde Rose nur von mir denken? Wäre sie stolz auf mich? Würde sie sich für mich schämen? Ich frage mich wirklich, was sie an meiner Stelle getan hätte. Aber ich weiß es. Ich weiß, was sie mir gesagt hätte. Sie hätte mir direkt in die Augen gesehen. Ihr Blick hätte den Schleier meiner Erscheinung durchdrungen. Sie hätte kein Wort gesagt. Es war ihr von Anfang an bewusst. Sie wusste, dass der Drache mich holen würde. Sie wusste, dass ich versucht hätte, ihn zu lieben und nicht zu hassen. Hätte sie mein Scheitern verurteilt? Ich konnte ihn nicht lieben, Stella. Es ging einfach nicht. Ich habe natürlich keine Ahnung, was die Hintergrundgeschichte von Summer ist. Das könnt ihr mir dann natürlich gerne schreiben. Für mich weiß ich nicht. Also das könnte halt vieles sein. Also es könnte sich natürlich auch auf irgendwie eine Sucht beziehen oder auf Depressionen oder auch wirklich auf eine existierende Person oder einen Charakterzug von ihr oder einfach auf sich selbst. Also das ist so viel, ne, worauf man das beziehen kann, diese Metapher mit dem Drachen. Das ist schon ganz interessant. Sophie, du kannst mir die gerne schreiben, sobald Summer weg ist. Oder jetzt schon mal schreiben und dann erst abschicken. Weil das würde mich halt echt mal interessieren. So sehr ich ihn auch hasse, er ist jetzt ein Teil von mir. Und zwar für immer. Wenn ich mit Würde gehen möchte, muss ich ihn so akzeptieren, wie er jetzt ist. Ich hatte mich noch auf so viele Unterrichtsstunden mit dir gefreut. Du warst eine sehr begabte Schülerin, Stella. Ich bin so stolz auf dich. So stolz auf dein Herz. So stolz auf deine aufblühende Seele. Es tut mir leid, dass ich dich verlassen muss. Du wirst alleine lernen müssen. Ich zweifle nicht daran, dass du es schaffen wirst. Die einzige Lektion, die ich noch mit dir teilen kann,
ist dir zu zeigen, woraus wir erschaffen wurden. Aus vergänglichem Sternenlicht. Wir sind nur einige wenige Gedankenpartikel im weiten Strom des Bewusstseins. Das ist das Letzte, was ich dir beibringen kann, Stella. Dass sich alle Dinge ändern und dass alle Dinge enden. Ich bin so stolz auf dich, Stella. Und ich weiß, dass Rose es ebenfalls wäre. Danke für alles. Sie kriegt auch noch mal ein Sternbild. Finde ich auch schön, dass die Sternbilder alle so ein bisschen nach den Charakteren aussehen. War ja bei Gwen auch schon so. Ach, diesmal habe ich gar nicht diese Passage, die ich beim letzten Mal hatte, wo ich noch so ein bisschen durchhüpfen musste. Okay, dann holen wir uns eben noch, während Sophie noch die Lore postet, die Seelenblume von Summer. Sieht ein bisschen aus wie so ein Gänseblümchen oder wie so eine Margarete irgendwie. Okay. Und wieder runter. Wenn ich mal einmal kurz ins Pausenmenü gehen, damit ich das alles einmal in Ruhe lesen kann. Also. Summer hat in größeren Farmen in der Agrarkultur gearbeitet. Was irgendwie passt, weil sie sich auch hier um unsere Pflanzen gekümmert hat. Und dadurch die vielen Chemikalien Brustkrebs bekommen. Dadurch hat sie ihr Dorf verlassen und traf auf Stellas Tante Rose, die ihre große Liebe war. Aber Summer war auch weiblich, ne? Oh, cool. Zusammen mit Rose hat sie dann quasi den blühenden Garten für die beiden gebaut und da viel Spirituelles kennengelernt. Rose ist dann leider verstorben, das konnte man ja auch schon rauslesen. Und dann war Summer ganz alleine. Dadurch kamen Stella und Summer in mehr Kontakt und Summer hat Stella viel inspiriert und gezeichnet. Aber interessant, dass die sich auch quasi schon kannten. Deswegen sie ingame als Lehrer teilweise fungiert, ergibt Sinn. Gestorben ist sie mit Stella an ihrer Seite ihre Blume. Wirklich eine Margarete, okay. Steht für Geduld, eine Eigenschaft, die für viele Gärtner und Farmer wichtig ist. Die Drachen, ja, repräsentieren ihren Krebs. Aber schön, dass sich alles aufgezählt hat, was es hätte sein können. So Sucht, Depressionen und alles. Aber an Krankheit habe ich irgendwie nicht gedacht. Ergibt natürlich genauso viel Sinn. Und die Albträume beziehen sich eben auf den Krebs. Oh. Es ist halt echt sad, weil man muss natürlich auch bedenken, die Charaktere, die halt hier bei uns sind, die sind halt gestorben. Ne? Dementsprechend gibt es da natürlich auch immer eine Todesursache. Und es mag sein, dass es natürlich auch Charaktere hier gibt, die auf natürlichem Wege gestorben sind. Aber an sich haben, denke ich, die meisten auf jeden Fall immer irgendeine Art von Geschichte. Na? Und dass die natürlich dann nicht immer so super positiv ist, ja, ist ja irgendwie auch klar. Aber ich finde das super schön, wie das halt so dargestellt wird irgendwie. Ne? Also klar, es war jetzt bei Summer wirklich sehr abstrakt irgendwie. Ja, schon. Also bei Gwen hat man, glaube ich, mehr drauf schließen können, auch ohne die ganzen Hintergrundinfos. Jetzt vielleicht nicht konkret,
Aber ich sag mal, dadurch, dass sie natürlich auch viel geraucht hat, ist es mit dem Lungenkrebs jetzt auch nicht so abwegig gewesen und so, ne? Und jetzt bei Summer war es halt schon, wie gesagt, alles etwas abstrakter dargestellt, ne? Ja, Melly auf jeden Fall. Es ist halt ein Teil von ihr, da kann man auch leider nichts. Also gibt natürlich Behandlungsmöglichkeiten an sich, aber irgendwo bei solchen oder auch generell bei Krankheiten, bei chronischen Krankheiten, die, ne, muss man halt leider akzeptieren, aber deswegen muss man sie ja nicht mögen.